Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit unserer Disney Villain Challenge. Und ja, in den letzten Teilen haben Henry und Evie ihr Baby bekommen und es stellte sich heraus, dass es ein Junge ist und wir haben ihn Philip genannt. Und als Snow auf das Baby traf, war sie eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, ganz entspannt und sie hatte mal wieder Streit mit Evie und hat sich jetzt wütend daran gemacht, ihre Hausaufgaben zu machen und ich bin einfach mal gespannt, wie sie dann hier abschneidet. Braucht Vergnügen, okay, da können wir uns gleich drum kümmern und sie hat auch gerade Hunger, sehe ich gerade. Sie möchte sich mit Evie anfreunden, das ist auch sehr süß und Evie und Henry hatten gerade ein Techtelmechtel. Und Evie, wenn du fertig bist, kannst du doch eigentlich das essen. Und wow, die zwei haben sich ja gerade tierisch gestritten. Ich weiß zwar nicht warum. Aber okay, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Die Verantwortung für Snow reicht für den Erwerb verantwortlich aus. Oh, das ist doch super. Die beiden sind sich aber auch hier wirklich am Beefen. Wahrscheinlich, weil sie gemein ist. Dann werden wir jetzt hier einmal die beiden unterbrechen. Und zwar, Evie, du kannst hier einmal auf Toilette gehen und dann hier einmal duschen. Und Henry, du kannst, was kannst du machen? Du möchtest noch ein Baby mit Evie machen, genau. Das könnt ihr gerne machen, aber noch nicht jetzt. Und Evie möchte noch mit Henry über die Beziehungsängste reden. Mal schauen, wo wir das machen können. Über romantisch und dann über Beziehungsängste reden. So, romantisch und dann Entschuldigung im Bett. Okay, das können wir gleich auch machen. Mutiger Anmachspruch. Liebe in aller Öffentlichkeit. Talk about fantasies. Nein, Wange. Nein, nein. Ah, da war's. Über Beziehungsängste reden. Dann machen wir das einmal. Evie, du rennst jetzt bitte nicht runter, um dir deine Hände zu waschen. Du hast dort dein Waschbecken, was du benutzen kannst. Ich weiß auch nicht, warum. Die rennen dann runter in den Keller, um sich die Hände zu waschen. Wirklich, das verstehe ich absolut null. So, hier ist übrigens, Philipp haben wir hier ins Kleinkindzimmer verfrachtet. Der hat also auch sein eigenes Zimmer. Und Evie, okay, das, nicht Evie. Snow kann das aktuell nicht, wer läuft denn? Okay, das war's nur. So, dann geh nur einmal spielen. Henry ist gerade ein wenig am Trainieren. Und mal schauen, wo. Okay. Evie kommt gerade wahrscheinlich herunter. Ja, sie ist auf dem Weg zu Henry. So, dann bitte einmal über deine Beziehungsängste reden. Ich weiß nicht, ist noch ein Baby. Bringt das nicht unsere Beziehung noch mehr ins Rudern, wie es jetzt schon ist? Und Henry sagt dann, nein, ein Kind ist doch immer was Tolles. Und Evie hat, glaube ich, soeben ihre Ängste überwunden. Ja, das ist doch cool. Und dann werden wir hier einmal noch, was war das, Kompliment, Techtelmechtel. Warum können wir es jetzt nicht mehr machen? Naja, auf jeden Fall müssen die beiden ja jetzt nicht schon wieder techtelmecheln. Also zumindest nicht von mir autonom. Och, Evie, sei doch nicht gemein zu ihm. Hier sieht es aus wie im Saustall. Sag mal, kann deine Tochter nicht ein wenig beim Aufräumen helfen? Und dann meckern wir einmal noch Snow an. Was möchte sie? Sie möchte das Baby angurren. Und wir sagen, nein, wir sind falsch. Snow verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Und machst du dann auch mal? Achso, Snow kommt zu uns. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann werden wir das jetzt nochmal machen. Gemein. Okay, es hat nichts gebracht. Dann werden wir dann nochmal sie einfach anbrüllen. Nein, du wächst jetzt deinen Bruder nicht schon wieder auf. Er muss auch mal schlafen. Und dann kann Henry doch ganz einfach
Einmal den Butler rufen. Wo haben wir ihn? Molly, Lily, Caleb, Nancy, Cassandra. Mercato ist, glaube ich, der Butler. Kamera zentrieren. Und dann kann er einmal ein Essen für uns kochen. Butler, Aufgabe erteilen. Familienessen kochen. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt und dann kann Henry sich hier einmal ein bisschen baden und Snow geht trotzdem jetzt zu ihrem Bruder und gurt ihn etwas an und hat ein wenig Spaß mit ihm. Und dann reden wir hier auch noch ein wenig mit ihm. Und sobald sie das dann gemacht hat, ich weiß gar nicht, welches Zimmer hatte Snow. Ich glaube, sie hatte hier das. Dann gehst du auch einmal hier auf Toilette und duschst dann einmal. Und Evie hat sich auch etwas zu essen geholt. Das ist gut. Dann kann Henry auch kommen. Oh, ist gerade bei Philipp. Oh, warum habe ich das nicht gesehen? Aber du kannst ja dann hier einmal deinen Sohn füttern. Warum kannst du deinen Sohn nicht? Oh, okay, weil der Butler es wahrscheinlich macht. Okidoki, dann nimm du dir jetzt was zu essen, Henry. Und dann schauen wir mal, was musst du eigentlich machen, um. Okay, er muss nichts machen, um befördert zu werden. Ich hatte ja gesagt, dass wir diese Jobs dann praktisch einfach dafür nehmen, dass Henry dann seine königlichen Pflichten nachgehen muss. Und Snow möchte immer noch etwas Spaß. Mal schauen. Okay, sie geht jetzt den Berli verprügeln anscheinend. Aber du könntest ja theoretisch auch hier ein wenig experimentieren, wenn dir das Spaß macht. Ja, das macht ihr Spaß. Und Henry kümmert sich um seinen Sohn. Ist das nicht süß? Und dann kannst du ihn auch einmal mit der Flasche füttern. Und, okay, er möchte nicht. Dann kannst du ihn schaukeln und reden und liebkosen und noch etwas hüpfen. Und Henry hat soeben Level 2 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Und dann können wir ja theoretisch hier noch etwas herumschwimmen. Obwohl, nee, wir haben zu kalt. Dann ist das nicht so gut, obwohl er sich es ja eigentlich wünscht, schwimmen zu gehen. Dann können wir das eigentlich nachher noch, oder was heißt nachher, irgendwann erfüllen. Und dann gehst du einmal noch auf Toilette und dann gehst du schlafen. Und Snow, wo haben wir denn den Butler genau? Wir haben nämlich schon 1:41 Uhr und dann wirst du dem Butler jetzt einfach mal die Aufgabe erteilen, dass er schlafen gehen soll. Und dann nimmst du dir hier einmal was zu essen. Und dann gehst auch du schlafen. Snow macht jetzt eine Phase durch. Sie hat eine gemeine Phase eingeläutet und ist fies zu anderen Sims. Ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Dann kann sie auch ein wenig fies zu Evie sein. Und Evie ist so gerade aufgewacht und möchte. Was möchte sie denn? Sie möchte den Blali schlagen oder den Blafli schlagen. Das Gewalt ist keine Lösung, Snow. Nicht Snow, Evie. Du könntest ja dann jetzt auch mal. Wo haben wir denn hier den Werkraum? Dann kannst du einmal hier mit geschwellter Brust laufen. Und bevor du das machst, könntest du ja eigentlich nochmal die schmutzigen Windeln wechseln. Und können wir hier. Nee, können wir nicht. Aber wir können hier einmal schaukeln und dann liebkosen. Und dann können wir ihn auch füttern und reden. Und dann kannst du gerne hier mit geschwellter Brust laufen. Und wir haben hier auch ein. Oh, mit Mercato haben wir einen neuen Zusammenkochen. Wann haben die beiden denn zusammengekocht? Okay. Auf jeden Fall findet sie ihn auch sehr attraktiv. Und dann beiden schlafen noch. Ich bin auch wirklich mal gespannt, wie das Baby-Update dann hier, also die Babys dann verändert, weil die können ja dann auch, glaube ich, laufen lernen, wenn ich das, also krabbeln und laufen lernen und das Ganze. Ich bin wirklich mal gespannt, was man da noch mit alles machen kann mit der neuen Altersstufe. Auf jeden Fall werden wir das hier alles erfahren. Und Henry, musst du nicht irgendwann arbeiten in 2 Stunden? Okay. So, Henry ist auch von alleine aufgewacht und muss in 2 Stunden arbeiten. Dann könntest du ja eigentlich hier noch ein wenig energiegeladen trainieren. Und, oh, Snow. Snow ist nicht in der Schule.
kannst du froh sein, dass das Evie jetzt nicht so mitkriegt, weil sonst würdest du, obwohl wir können dich ja auch gleich noch anmeckern, wenn du aus der Schule heimkommst, weil Evie hat das doch mitgekriegt und hat jetzt nichts gesagt, weil du halt sonst noch später dran wärst. Auf jeden Fall kannst du hier einmal fleißig lernen und Evie kocht sich etwas zu essen. Ich weiß auch gar nicht, wo unser Butler ist. Ach, der Gute, der schläft noch. Hier in seinem Bett schläft der Gute noch. Und Henry, du gehst bitte auch einmal zur Arbeit. Und genau. Dann wird Evie sich jetzt einmal hier um ihr Essen kümmern und dann fleißig arbeiten. Können wir auch den Butler wecken? Einmal aufwecken. Denn unser Haus sieht unordentlich aus, lieber Butler. Und dann werden wir ihm direkt hier anweisen, Klavier zu spielen, kommen nicht auf ein Kind aufpassen. Schmutziges Objekt säubern und wir kriegen einen Anruf. Ein Küsschen in Ehren. Snow ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind deswegen panisch weggelaufen. Küssen in dem Alter, das geht gar nicht. Oder eben, so sind Kinder nun mal. Da Evie ja sowieso nicht so gut auf Snow anzusprechen ist, werden wir jetzt hier einfach Küssen in dem Alter, das geht gar nicht auswählen. Und die Manieren steigen und die emotionale Kontrolle von Snow sinkt. So, der Butler konnte seine Aufgaben nicht erfüllen. Ja, gib ihm noch ein wenig Zeit. Er hatte noch ein wenig Zeit. Aber Snow kann, nicht Snow. Evie kann ja dann die Churros fortsetzen. Und köstliche Erinnerungen. Okay, was wahrscheinlich wegen dem Essen. Und dann gehen wir auch einmal auf die Toilette. Und dann können wir hier auch noch ein wenig trainieren. Ach, da ist sie. Ich hoffe, sie schmecken hier. Und sie ist glücklich, weil das Baby da ist. So, können wir hier irgendwas mit dem Garten machen? Wie, oh, wir haben hier ein Häschen. Paradiesvogelblumen ernten. Ich habe noch nie was von Paradies. Vogelblumen gehört. Aber wir werden hier, können wir hier alles verkaufen? Da, alles verkaufen. Dann haben wir das dann auch schon mal. Komm, dann kannst du das gleich machen. Und dann können wir uns hier noch ein wenig um Philipp kümmern. Angurren, hüpfen, liebkosen, reden. Ich schau mal ganz kurz, wann Philipp theoretisch zum Kind altern wird. Okay, übermorgen. Das ist jetzt ein wenig problematisch, weil das Update noch ein bisschen hin ist. Es sind zwar nur noch, ich glaube, 2 oder 3 Tage, aber wenn wir jetzt, also wenn Philipp jetzt früher zum Kind altern würde, weiß ich jetzt nicht, ob wir das dann nochmal zurücksetzen könnten. Dann stelle ich nämlich jetzt vorübergehend Selbstständigkeit das Altern aus. Automatisches Altern, okay, Änderung anwenden. Ich muss nur dran denken, dass wir das dann wieder anstellen. So, hier. Okay, das ist gut. Dann haben wir das nämlich auch einmal erledigt. Denn ich möchte Philipp nicht dann zurück in Säuglingalter oder wie sich das Alter auch immer nennt, dann setzen, nur damit wir halt diese Phase dann haben. So, Henry ist zurück und er wurde befördert. Das ist doch schon mal gut, würde ich mal behaupten. Müssen wir da was? Okay, jetzt muss er Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Aber das ist ja nicht schlimm. Und Caleb ruft an. Henry, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Samira Romeo abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Das ist doch schön, Caleb. So, wo haben wir hier einen Spiegel? Denn da können wir hier, da haben wir einen. Dann können wir hier einmal eine Rede üben. Und da wir ja so eigentlich keine
Schauen, wie es morgen wird. Teilweise bewölkt. Teilweise bewölkt. Auch teilweise bewölkt. Dann, okay, wir haben Winter, ne? Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, eine Poolparty zu schmeißen. Aber da das Baby ja da ist und natürlich die Untertanen das Baby kennenlernen sollen, wäre es doch nicht verkehrt, wenn wir hier eine Party schmeißen würden. So, Ivy, du kannst hier einmal ein bisschen... Mach einmal böses Training. Ich weiß noch nicht, was das ist. Und Henry möchte mit Ivy plaudern. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte jetzt einmal wissen, was böses Training ist. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich ist das eben das normale Training, aber weil sie eben böse ist, steht da böses Training. So, und wir möchten uns immer noch mit Caleb anfreunden. Und Snow hat gute Noten. Sie ist eine Zweiergrundschülerin. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, gehen wir jetzt einmal Snow anbrüllen, weil sie eben zu spät in die Schule gegangen ist. Junge Dame, sag mal, was fällt dir eigentlich ein, so lange wach zu bleiben und dann morgens früh nicht aus dem Bett zu kommen für in die Schule? Die Schule ist wichtig. Also wenn ich das nochmal mitbekomme, dann bekommst du ein Jahr lang Hausarrest. Ich weiß auch gar nicht. Wir können sie nur ins Bett bringen. So, und jetzt geh deine Hausaufgaben machen. So. Du gehst einmal... Okay, sie kann ihre Hausaufgaben nicht machen, weil sie zu angespannt ist, um dies zu tun. Dann geh doch einmal hier ein Spiel spielen, und zwar ein Rechenspiel. Dann kannst du das einmal deine Fähigkeiten ein wenig aufbauen und ein wenig entspannen. Und Henry wollte was von Ivy. Schauen wir mal, was er will. Er möchte bestimmt wieder ein Techtelmechtel. Ja, er möchte ein Techtelmechtel. Und warum nicht? Lassen wir die beiden machen. In der Hoffnung, dass sie nicht schon wieder schwanger wird. Aber wir müssen hier noch ganz kurz das einmal wegschmeißen. Und dann kannst du dir ein Gericht nehmen. Ich glaube, die anderen beiden, ja, die haben vom Essen her eigentlich noch genug. Snow, du kannst ja jetzt ein wenig schneller Spaß haben. Bess Rico ruft an. Möchtest du gerne so glücklich sein wie ich? Nun, es liegt in deiner Hand. Schicke mir einfach ein Simoleon. Zögere nicht, die Glückseligkeit ist nur ein Simoleon entfernt. Da ich ja weiß, worauf Bess hinaus möchte, aber wir natürlich ein Königshaus sind, ist jetzt eine gute Frage. Spenden wir? Ja, komm, wir spenden einfach. Weil wir möchten ja auch nicht unsere Untertanen verärgern. Ja, Snow scheint sich jetzt besser zu fühlen. Dann kannst du einmal dein Essen machen und dann einmal die Hausaufgaben. Und was möchtest du mit... Du möchtest mit Marco Freunde sein oder Freunde werden. Und du möchtest Spaß haben. Können wir auch gar nicht festpinnen, Spaß haben. So, und sobald die beiden dann fertig sind, können wir jetzt hier ja auch noch ein wenig, oder können wir jetzt auch noch die Party stattfinden lassen. So, Snow, du machst bitte einmal deine Hausaufgaben. Und Ivy, du gehst bitte auch was essen. Und Henry, du auch. Und dann, ich weiß gar nicht, wer von den beiden kennt denn mehr? Wahrscheinlich, ja, wir werden das einfach von Ivy starten. Ein gesellschaftliches Ereignis planen. Und was machen wir denn dann? Geburtstagsparty, Gruselparty? Wir machen einfach, oder machen wir eine Hausparty? Ja, machen wir einfach die Hausparty. Und die Gastgeber sind Henry und Ivy White. Gäste sind... Okay, wir haben nur 2, 4, 5, 6 Gäste, wenn ich das richtig sehe, ja.
Dann werden wir einfach mal die 6 Leute einladen. Dann besetzen wir die Rolle des Entertainers. Wir besetzen die Rolle des Mixers. Und wir besetzen die Rolle des Caterers. Und wir werden das natürlich bei uns zu Hause veranstalten lassen. Und natürlich machen wir das Ganze jetzt. So, Ivy in ihrem tollen Kleid. Sieht zwar nicht wirklich sehr, sehr pompös aus. Ich weiß gar nicht, hatten wir Ivy schon umgestylt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber Henry, geh du bitte einmal auf Toilette. Okay, wir haben hier eine Bar. Dann haben wir auch... Oh, und Caleb ist da und wir wollten ja mit Caleb plaudern. So, dann machen wir das mal. Sah nämlich so aus, als würde Caleb, also als hätte er das Merkmal Vierfraß. Und dann reden wir einmal über die Interessen und dann werden wir hier einmal von Fitness schwärmen und Snow, was möchte Snow machen? Okay, so. Und dann kann Snow ja hier, wo haben wir hier? Da haben wir. Dann einschalten, dann werden wir hier einmal, werden wir einmal Amerika aus und dann kann Snow schon mal tanzen. Und Henry redet dann hier auch mit dem guten, ist das Michael? Ja, oder Michael. Auf jeden Fall werden wir uns ihm dann auch vorstellen, damit wir ihn dann auch kennenlernen. Und natürlich werden wir uns dann auch Lily Feng vorstellen. Respektvoll vorstellen. Und hier dem guten Derek werden wir uns dann auch respektvoll vorstellen. Und ja, dann werden wir hier trinken, Getränk bestellen. Getränk bestellen für... Wir wählen hier einfach einen. Was klingt denn sehr pompös? Was klingt denn so? Nee. Wir wählen dann den lieblich süßen Avonaliono. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bestellen wir den einmal, damit wir den dann auch trinken können. Und Henry kann sich dann auch einen bestellen. Ach, nicht Getränk zubereiten. Bestellen. Und er bestellt sich dann einfach sein Lieblingsgetränk. Und Snow und wie heißt er? Caleb, der tanzt dann auch. Können wir ihn dann auch? Wir wählen dann einfach Marco zum Tanzen einladen und dann wählen wir dann auch hier noch die Anja zum Tanzen einladen. Dann stellen wir uns natürlich Anja auch noch vor. Was möchte denn... So, genau, wir wollten ja noch ein Getränk bestellen. Dann stellen wir uns dann natürlich auch noch Molly vor, weil wir wollen... Och, Molly kennen wir schon. Okay. Aber wir haben Gold abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das da oben, ob das irgendwie ein Bug ist. Auf jeden Fall haben zwei Sims auch hier Spaß. Normalerweise ist es ja auf einer Hochzeit, wenn da keiner Spaß hat, dann ist es keine gute Hochzeit. Und wir werden dann hier auch noch ein bisschen mit Caleb interagieren. Wir fragen dann einmal nach Essen und werden dann hier auch fürs Kommen danken und werden uns da dann auch nochmal fürs Kommen danken und auch hier noch. Und mal schauen, was Ivy... Nein, du gehst jetzt bitte nicht schlafen, Ivy. Und Derek kümmert sich um Philipp. Ist das nicht süß? Auch wenn es wahrscheinlich sehr, nicht verwerflich ist, aber sehr besorgniserregend ist, wenn ein Untertan sich um das Königskind kümmert. Wahrscheinlich auch um einen Thronfolger. Obwohl Snow ja eigentlich die Thronfolgerin ist. Aber das ist ja in dem
Dings eigentlich. Egal. Und dann werden wir hier einmal Lilifang einen Witz erzählen. Okay, wir werden uns hier einmal erstmal freundlich vorstellen und dann natürlich auch noch bei Caleb. Warum können wir ihn nur bitten zu gehen? Aber wir können ihn zum Tanzen einladen und dann können wir auch noch Derek uns freundlich vorstellen und natürlich auch Molly. Wiedersehen, freundlich. Okay, da haben wir schon. Aber dann können wir Molly ja vielleicht einen Witz erzählen. Witz über Comics machen und Snow ist glücklich, Fiesling. Es gibt doch nichts Erbaulicheres als das Unglück anderer. Also Snow, ich glaube nicht, dass Henry dich so erzogen hat. So. Ivy, nein, du gehst jetzt bitte nicht schlafen. Das ist unhöflich, Ivy. Du kannst jetzt hier noch ein Lieblingsgetränk bestellen. Aber bitte nicht in deinem Schlafgewand, sondern in, wir wählen jetzt hier McDresser, Outfit wechseln und dann bist du in deiner Abendgarderobe. Läufst du dann da rum? Und unser Entertainer, der macht einfach nichts. Und warum? Okay, dann werden wir jetzt hier einmal dann noch Caleb fragen, ob er Kinder hat. Und dann werden wir hier... Wo ist unser Mixer? Oh, es ist, weil wir sie jetzt angesprochen haben. Okay. Auf jeden Fall möchten wir jetzt hier noch unser Lieblingsgetränk bestellen. Und Henry? Henry steht in der Küche und bereitet etwas zu. Oh, ist er nicht süß? Yes, I am a parent. I have one child. Okay. Aber mit wem hat er denn ein Kind? Das möchte ich jetzt sehen. Oder wissen. Carolyn Vator. Okay. Ich glaube, wir können jetzt nicht sehen, wer sein Kind ist. Da müssen wir jetzt in den Cast gehen. Und Snow fragt wahrscheinlich Henry. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Oder wir wählen, wenn du Dreck isst, könnten die anderen Kinder dich hänseln. Naja, also vom Hänseln mal abgesehen, aber Dreck ist wirklich ungesund. Wir wählen dann hier das Ungesunde, weil wir ja nicht wollen, dass Snow krank wird. So, die Manieren steigen und die emotionale Kontrolle sinkt und ja, genau. Du kannst kein Nickerchen machen, du gehst einfach ins Bett und wir sagen einfach, Ivy bringt dich ins Bett. Snow ins Bett bringen. Und von hier komm, Snow, geh schnell alleine, dann bist du wahrscheinlich schneller. Und während sie, nein, du bist jetzt nicht gemeint zu denen. Henry hat soeben seine Kochfähigkeit verbessert und was macht er denn jetzt? Würstchen und Bohnen servieren. Okay, wie oft serviert er das denn? Hergestellt von Henry. Okay. Hier, Marco, du könntest ja auch was zu essen machen. Butler, Aufgabe erteilen, Partyessen kochen. Und unsere Party lernt sich so langsam. Ist Anya etwas schwanger? Das könnte natürlich sein. Und wir können jetzt hier unserem Komiker zusehen. Und dann... Nein, Henry, du gehst jetzt bitte auch nicht ins Bett. Du guckst jetzt auch hier die Vorführung an. Und sobald dann das hier abgeschlossen... Kuchen essen? Hallo, warum Kuchen essen? Du erzählst deinem besten Freund jetzt noch einen Vampirwitz. Denn wir wollen ja mindestens mit Silber abschneiden. Welche Bücher lesen Vampire gerne? Irgendwas, worin sie sich so richtig reinbeißen können. Oder festbeißen können.
Der war gut, Henry. Der war gut. So, warum wird das hier denn jetzt nicht abgeschlossen? Dann erzählen wir jetzt hier noch einen Witz über Enten. Und... ich glaube, das ist ein Bug, dass das hier jetzt nicht abgeschlossen wird. Sich küssen lassen. Oh, und die Hausparty ist zu Ende. Wir haben Silber bekommen. Keine üble Party. Vielleicht wird es beim nächsten Mal mit etwas mehr Sitzgelegenheiten noch besser. Sieh im Haushaltsinventar deines Sims nach. Da schauen wir noch ganz kurz rein. Schauen, was wir da bekommen haben. Wir haben hier noch den ganzen Kram von Eevee, aber ich weiß jetzt nicht, was wir bekommen haben. Theoretisch könnten wir hier auch mal... können wir mehrere Sachen verkaufen? Okay, ich glaube, ich leere dann jetzt demnächst mal mein Inventar. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut. Ich hoffe, man konnte sich das Ganze anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.